Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal das hier gebaut und dann müssen wir gucken, wie das hier so weitergeht. Das kann immer noch... Doch, die Leiter ist ja da, die können das da reparieren, ne? Müssen wir mal gucken. Na, dann sind sie schon am Bauen, das passt soweit. Ja, eigentlich alles gut, oder? Was ist das hier? Ach, da ist ein Hatch eingegraben. Warte mal, dann... mach da mal gerade den Abbruch. Der muss da erst weg. Das bringt ja nichts. Der stirbt ja dann, wenn er da runterfällt, oder? Weil der kann ja nirgendwo raus. Ja, das muss nicht sein. Oh, da ist schon einer von unseren Leuten gerade runtergefallen, oder wie war das? Gut. Wasser haben wir aufgewischt da. Soweit sieht das doch ganz gut aus, ne? Da wird Strom gemacht. Oh, hier fehlt noch was. Keine Flüssigkeitseingang geht es. Okay, da müssen wir da erst die Flüssigkeit reinleiten. Rohrleitung, Sanitär, Rohrleitung. Wo war der Eingang? Das Grüne, ne, oder? Nee, das Weiße ist immer der Eingang. Das bedeutet, so geht das Wasser rein. Aber das müssen wir ja irgendwo unterbrechen und das muss ja hier wieder raus. Ich glaube, wir müssen da eine Brücke dann rüberschlagen, ne? Rohrbrücke ist da. Weiß war der Eingang. Also so. Und dann müssen wir, warte mal, zerlegen das erst. Das passt da. So, jetzt ist das raus. Jetzt brauchen wir die Rohrleitung. Und schließen das so an. So, jetzt geht das Wasser da rein, wird gespeichert und dann da raus. Ich glaube, so ist richtig, oder? Oh, da können wir auch schon was machen. Hassan braucht noch was. Was macht Hassan noch? Hat er noch Sternchen? Nein. Hier oben könnte Hassan noch graben lernen. Das andere, ja, okay, Bedienung wäre hier noch. Machen wir Bedienung. Dann haben wir hier noch jemanden, der hat sonst keine Herzchen. Dekorieren. Fehlt noch einer. Und da unten haben wir Frankie. Und Frankie macht dieses hier, oder das. Hier sind zwei, da sind drei, da sind zwei, aber da geht es ja noch weiter. Dann machen wir das. Gut. Alles ist gut. Dann sind wir da soweit. Was haben wir hier? Bestimmt irgendwie Kabel wieder kaputt, weil überlastet. Ja, wir müssen... Oh Gott, warum müssen hier so viel Wasser umlaufen? Wir hatten da was gemacht. Wo kommt das weg? Auffischen. Auffischen, da. Keine Ahnung, wo das Wasser jetzt wegkommt. Das läuft da unten rein, ist also da gut. Wo kam das denn jetzt her, bitteschön? Was war denn undicht? Ach, weil wir hier umgebaut haben wahrscheinlich, ne? Mhm, toll, das hat gut geklappt, naja. Jetzt wird hier gespeichert, oder? Also es fließt auf jeden Fall rein und hier momentan nichts raus. Wie sieht's hier aus? Haben wir noch zwei? Alles klar. Hier müssten wir noch was machen, ne? Wir könnten da mal die Steine definitiv hier schon mal in Anstrich nehmen, dass wir das da machen wollen. Ruhig bis dahin. Wischt da einer? Momentan nicht, ne? Prio ändern. Prio geändert. Geht er voller? Ich weiß es nicht. Er wird auf jeden Fall aufgewischt. Hier haben wir was verbaut, sehe ich gerade. Wir wollten doch hier noch so eine Rutschstange neben machen, ne? Das müssen wir noch alles schön ändern. Das heißt, dieser Raum wird kleiner. Dieser Raum wird kleiner. Da steht sogar das Bett falsch.
Da geht's. Da ist so. Da ist so. Das passt soweit. Hier geht's kein Licht, weil wir da nicht dran kommen. Ja, was machen wir da? Da können wir schon mal so machen. Dann kommen die doch dahin, oder? Dann müssten die das... Ich weiß nicht, wie weit. Wir werden sehen, wie weit sie kommen. Okay, hier wird schon gemeißelt. Und ich komme da eine schöne Figur raus. Okay, da ist schon was gemacht worden. Da auch. Jetzt können wir da auf jeden Fall die diplomatische Tür da einsetzen. Hier soll eine hin. Da soll eine hin. Und da wird auch eine kommen. Und da ist es genauso. Und da kommt die auch hin. So, das bedeutet, zerlegen ist definitiv hier schon mal bis dahin angesagt. Da ist nicht möglich. Da fehlt es noch mit der Tür. Hier können wir mal graben machen. Und da auch graben. Hier unten kann die Rutschstange schon hin. Das hat hier nicht geklappt. So, das passt schon mal. Kommt der Hedge-Tower irgendwann raus? So, das ist ja schon mal gut. So, jetzt müssen wir dieses Bett noch verschieben. Wir können hier unten ja mal ein Einzelzimmer bauen, oder? Was machen wir da unten? Erstmal eine Deko. Oder nee, Deko noch nicht. Erstmal Essenstisch. Erstmal Essen. Dann das Bett mit einem Abstand. Dazwischen machen wir den Blumentopf. Und dann machen wir... Machen wir eine Skulptur? Machen wir eine Skulptur. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, bauen wir eine Abtrennung hier hin. Mit einer Schleuse. So, dann kommt da ein Waschzuber hin. Fehlung. Medizin war der. Waschbecken. Und hier haben wir schon dann zu wenig Platz. Möbel. Damit es hier schick ist, kommt da auch eine Skulptur hin. Und dann kommt das da zerlegt. Ah, ist schon an. Okay. Dann müssen wir da die Dusche bauen und eine Toilette. So, und dann müssen wir da noch graben. Das muss weg. Die Blume haben wir schon. Super. Dann haben wir da ein Einzelzimmer gemacht, ne? Mit Toilette, Dusche und Waschbecken. Ja. Sieht doch ganz gut aus, oder? Hier können wir auch eine Grabetätigkeit einfügen. Und ne, die Decke ist ja schon gemacht. Das heißt, wir können das hier ja schon so komplett machen. Das hier muss weg. Abbrechen. Und dann müssen wir hier hoch. Da müssen wir das mit dem Graben an das gestalten, damit das da abgebaut wird, richtig. Aber das ist hier Schleim, ne? Der ist nicht gut. Läuft die Forschung noch? Ja, ne? Ja, die läuft noch. So, da wird jetzt gegraben. Hier unten machen wir mal aufräumen auf Prio 9. Ja, da sieht doch alles soweit schon ganz nett aus, oder? So, die Skulptur ist auch nichts geworden, ne? Ich
Dekoration plus 16,5. Okay, die ist besser als gar nichts. So, wie soll man das nennen? Okay. Er war kräftig dabei. Hier wird die Rutsche weitergebaut. Nicht schlecht. Ja, gut. Was ist passiert? Forschung abgeschlossen. Das ist der isolierte Stein. Okay, und was haben wir hier noch? Achso, die Eismaschine und so. Raumheizung, Eis-E-Lüfter und Eismaschine. Okay. Gut, dann wird die Decke gemacht. Das ist auch gut. Okay. Sieht so aus, als ob die das alle hinkriegen. Ach, Forschung, müssen wir neu machen. Kanisterfüller, Gasventil. Ich glaube, wir machen mal das. Ja, das läuft doch erstmal, oder? Aufräumen geht dann hier weiter. Okay, da wird schon endlich abgebaut. Schleuse kommt dahin, super. Baut man dahinter jetzt auch ab? Ja, macht man, super. Ja, Schleuse ist sogar schon fertig. So, dann können sie den Boden da auch bauen, ne? Jetzt fällt natürlich hier unten wieder alles rein. Na gut, gerade der Boden vorher gebaut, dass es nicht runterfällt. Aber der Rest fällt. Doof. Das hat noch geklappt. Stufe 9. Passt schon. Der hat es noch geschafft, der Ziegel. Okay, das wird fertig gebaut. Er holt das da oben auch schön weg. Ja, Bett ist fertig geworden. Das geht erstmal. Kein Sauerstoff. Okay, das heißt, wir müssen da diesen Ziegel da irgendwo noch reinmachen. Ne, den da gerade nicht, aber der war schon einmal gut. Der wieder weg. Kommt der Hedge da auch mal raus. So, die Wand ist fertig, das ist schon mal cool. Wie sieht denn das mit Keimen da aus jetzt? Okay, da oben sind welche. Müssen wir gleich gucken, dass das nicht so sich ausbreitet. So, die gehen alle pennen. Sind wir schon mal? Oh, da gibt es wieder was zum Aufsteigen. Bubbles hat keine Herzchen mehr. Ah, Graben gibt es nur einen, dann machen wir da zwei mit Bubbles raus. Gut. Die Toiletten sind ja fertig, ne? Dann können wir ja diese hier auch zerlegen. Genauso wie das Waschbecken. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Die Tür, ist die einseitig? Ja. Also die Frage, was wir hier mit den weiteren Pflanzen machen. 11 haben wir jetzt. Wir produzieren immer noch die doofen Matschregeln, ne? Ich glaube, wir müssten mal noch was zu essen machen. Wo waren das hier bei Nahrung mit den Dingern? Ja. Ich glaube, wir ziehen das mal hier noch ein bisschen durch, wa? Wie waren das? 6, ne, oder? Die Lampe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 7 sind sogar. Das bedeutet, sieben da so. Und dann muss da auch noch Wasser hin, ne? Läuft aber das Wasser durch. Ist hoffentlich sauberes.
Ja, sieht so aus, ne? Nur, dass es hier gerade kaputt ist. Hm. Ist das da jetzt wirklich so? Boah. Wir haben aber einen Klempner, ne, oder? Ein leerer Rohreinhalter. Ne, brauchen wir nicht Rohreinhalter entleeren. Was ist das für ein Ding da? Der ist doch falsch, oder? Weiß nicht, wofür der da war, aber der ist falsch. Ach, das war die vorherige Wand, ne? Machen wir mal so. Wenn die da oben mal fertig werden. Weiß gar nicht, warum die das hier nicht zu Ende bauen. Fehlen irgendwelche Materialien? Kann das sein? Die Rutschstange wird auf jeden Fall weitergemacht. Das ist sehr gut. Da oben fehlt auch was zum Atmen. Okay. Dieses Bett müssen wir noch umändern. Aber wir haben ja da unten eins mehr, ne? Können wir das ja eigentlich zerlegen. Und wir legen... können ja hier schon mal eins hinstellen, weil da werden wir ja auch so ein Zimmer bauen, oder? Dann können wir da die Schleuse machen. Und dann ist das schon mal da alles soweit in Ordnung. Gut, das Bett wird auch schon gebaut, super. Hier geht es irgendwie nicht voran, ne? Das können wir ja aber schon mal graben. Okay, da ist wohl schwer zu arbeiten, ne? Okay, die basteln da und stecken sich gerade mit Keimen an, oder? Gucken wir mal, wie das mit den Keimen hier wird. Jetzt sind sie gerade abgearbeitet, die Keime. Und die sind jetzt gerade hier. Okay, das funktioniert. Hat einer jetzt die keimhaltigen Dinger aufgenommen? Oh, hier. Verschmutzte Erde. Ist der Kompost voll oder was? Ich glaube, da müssen wir mal was machen, ne? Hier, die Flasche, die ist auch voll keimhaltig. Kann man aber nicht ändern. Okay, da müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir das hinkriegen. Das... und das. Achso, die Tür muss da auch noch hin. Passt. So, Rutschstange ist noch nicht fertig. Aber da geht's schon voran. auch wieder so eine High-End-Skulptur, ne? Ist nicht so der Bringer, ne? Naja, der wird immer voller, das ist schon mal cool. Oh, da muss einer aufsteigen irgendwo. Travaldo. Feldstudien, Forschung. Okay, dann geht das. Da oben wäre auch noch ein Herzchen bei der Viehzucht zum Beispiel. Ach, der hat ganz viele Herzchen. Aber machen wir erstmal hier weiter. Kriegen wir erstmal so weit hin, oder? Hier sind schon zwei Dinger drin. Dann müssen wir jetzt hier abwarten, bis da geerntet wird. Wie weit ist denn die Pflanze? Mehlholz.
Könnte man, ach so, wenn ich drauf stehen bleibe, sehe ich, das wächst 80%. Also das läuft ja alles ganz schön hier, ne? Hier kommt jetzt auch wieder Wasserstoff rein. Dann geht das auch, oder? Hier fehlt was. Ach so, nee, das ist zum Ausgießen. Gießen wir da frisches Wasser aus. Ja. Ich glaube, die sollten wir mal umstellen, oder? Weil das ist bald leer. Ja. Das ist fertig. Das bedeutet, wir können jetzt hier weiter graben. Dann kommt das da auch hin. Und sanitär bedeutet hier eine Dusche hin und daneben die Toilette. Und dann müssen wir nachher noch da die Rohrleitung machen. Aber das machen wir, denke ich mal, alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen. Können wir dann gucken, was wir nächstes Mal noch machen, wenn ihr da einen Wunsch habt oder sowas. Falls ihr so einen Duplikant umbenannt haben möchtet, könnt ihr auch ein paar Namen angeben, ne? Euer ärgsten Feind oder sowas, irgendwie so, könnt ihr ja machen, ne? Und ja, dann würde ich euch alles Gute wünschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüss!